Und ich bitte die Firma Visioplan auf die Bühne. Ja, guten Morgen. Bin ich denn gut zu verstehen? Perfekt. Super, alles klar. Dann würde ich sagen, wollen wir auch keine Zeit verschwenden. Dann schaue ich mal eben, ob das hier alles passt. Momento. So. Startklar? Jawohl. Los geht's. Alles klar. Erstmal herzlich willkommen sozusagen. Visioplan ist am Ende des Tages eine Datenmanagement-Software. Ja, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, ein Common Data Environment. Es geht bei uns vor allem darum, Content zu sammeln. Ja, also keine Dokumente, keine toten, sage ich mal, leeren Files, sondern wirklich Content zu sammeln. Wie machen wir das Ganze? Visioplan oder häufig vielleicht anders angefangen, das Schöne an Standards ist ja, dass es so viele gibt. Ja, das bedeutet, es gibt irgendwie für jede einzelne kleine Problematik eine einzelne Lösung. Da hat sich Visioplan gedacht, okay, muss es irgendwie ein bisschen smarter gelöst werden können. Das bedeutet, dass unsere Software, unsere Datenmanagement-Plattform von Anfang bis Ende, also von der Planung über die Realisierung bis zur Betriebsphase, jegliche Daten, ja, aus der Planung, aus dem Entwurf der einzelnen Modelle als Beispiel, aus den einzelnen Plandokumenten bis hin zu der Anreicherung der, sage ich mal, bauteilbezogenen Informationen von der Baustelle, ja, diese dann für die Betriebsphase auch bereitstellt. Das bedeutet, von Anfang bis Ende, jetzt wirklich in den Leistungsphasen gesprochen, findet man Zugang zu Visioplan. Und der Vorteil ist, dass einfach jeder Stakeholder, ne, sei es irgendein leitender Koordinator oder Architekt, bis hin zum am Ende ausführenden Element oder quasi Partei dort einen Zugang erhält und sich eben über den aktuellsten Stand der Daten auch im Klaren sein kann. So. Vielleicht sehen Sie auch meinen Hintergrund. Wir befinden uns da so ein bisschen im All, ne, weil wir verfolgen so ein Stück weit unser Core-Satellite-Prinzip. Das bedeutet, der Visioplan-Planet. Und wenn man ehrlich ist, ist am Ende des Tages auch die API, die sozusagen da den Job für uns macht, die unser Herz ist, die sozusagen von Anfang bis Ende die Daten auch bereitstellt und diese einzelnen Anknüpfungspunkte dann auch sicherstellt. Die arbeitet sozusagen für jeden einzelnen Fachplan und für jeden einzelnen User und das in Echtzeit. Ne, man sieht, wir haben verschiedenste Integrationen, beispielsweise zu Planungssoftware für Revit und Archicad, wo wir den Planer einfach sagen wollen, lieber Planer, bleib doch in deinem gewohnten Arbeitsumfeld, ne, integriere einfach unsere Lösung. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als das fünfte, sechste, achte Tool vors Gesicht, vor die Nase gelegt zu bekommen und zu sagen, bitte jetzt damit arbeiten. Deshalb kann man sozusagen bei uns integrativ und synchron quasi innerhalb seines gewohnten Arbeitsumfeldes auch bleiben. Und wir natürlich auch das Thema Prüf- und also Prüfsoftware direkt mit anbinden, wie zum Beispiel Navisworks und Solibri, was uns einfach wieder zu diesem Punkt kommen lässt, dass wir in Visioplan sowohl das Thema Dokumentenmanagement als auch das Thema Modellmanagement, und da meinen wir natürlich Open BIM und IFC und eben jegliche Aufgaben, sei es irgendwelche Clashes, sei es irgendwelche Kollisionen, aber vielleicht auch Termine, Abgaben und Freigaben, ne, diese wir sozusagen über das Thema BCF und die Issues und Tasks miteinander vernetzen. Ja, also bei uns spielt die Vernetzung eine sehr, sehr große Rolle. Das bedeutet, wir fungieren auch so ein Stück weit als so eine Art Quality Gate. Ja, also die verschiedenen Anforderungen, die vom Bauherrn kommen, die kann man mit Visioplan ganz schön abbilden über verschiedene Workflows und Restriktionen. Diese werden sozusagen durch den Fachplaner, durch jeweilige Plugins auch so ein Stück weit jederzeit abgefragt, was am Anfang natürlich in der Planungszeit A, sage ich mal, Fehler minimiert und B, auch eben einfach effizienteres Arbeiten ermöglicht und damit auch hinten raus Kosten spart. Ja, also man muss das Ganze sehr, sehr ganzheitlich und umfassend sehen. Vor allem der Mehrwert kommt zu spüren dann, wenn man das Ganze natürlich auch von Anfang bis Ende auch nutzt. So, das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, eben über unsere API verschiedene Systeme, auch Richtung der Ausschreibung, Richtung Distribution davor, AIAs und dergleichen, mit in unsere CDE einzugliedern und eben nicht ein zweites, drittes, fünftes Tool wieder quasi dem Fachplaner vor die Nase zu legen, um dann dort eben beispielsweise auch durch unseren Attributierungsprozess, den wir entwickelt haben, Modelle anzureichern. Ne, gibt doch dem Brandschützer gleich quasi die Möglichkeit, seine Daten ins Modell einzutragen. Oder. Dem Nutzer sind bei uns sehr, sehr viele Möglichkeiten quasi gegeben. Und wir versuchen aus diesem Wust an Daten, aus diesem Datensalat quasi strukturierte Daten zu erstellen und diese auch umzuwandeln. Und durch unser einfaches und, sage ich mal, sehr, sehr benutzerfreundliches Frontend dort auch wirklich jeden abzuholen. Sage ich mal, die BIM-affinen, die vielleicht sagen, okay, das
machen bei uns vielleicht eher Richtung Praktikanten oder die, sage ich mal, gerade angefangen haben, bis hin zu den Leuten, die sagen, das kenne ich vielleicht nur aus irgendwelchen Webinaren. Wir versuchen wirklich ein hybrides System zu schaffen, womit wir sowohl Anfänger als auch die Profis und, sage ich mal, die schon etwas weiter sind, mit abzuholen und eben Teil an diesem ganzen Prozess zu haben. Ja, unser Ziel ist es, so ein Stück weit zu sagen, ich biete einfach die Softwaremöglichkeit oder Lösung und derjenige macht BIM, obwohl er es vielleicht gar nicht wusste. Ja, es geht einfach um die Prozesse dahinter, um die Vernetzung jeglicher Daten und einfach um, sage ich mal, das stückweise Verschlanken von Softwarelösungen oder einzelnen Lizenzanbietern, wenn man so will. Ja, zu guter Letzt haben wir natürlich, der ein oder andere kann es vielleicht auch langsam nicht mehr so ganz unterscheiden, wo, was jetzt zwischen den einzelnen Lösungen vielleicht da auch das Wesentlichste ist. Das Thema EU-Taxonomie und ESG ist natürlich in aller Munde und wir müssen schauen, dass wir eben verschiedenste Anforderungen, und genau das wollen wir natürlich auch mit Visoplan, ne, über so eine Art Qualitäts- und Anforderungsprüfung auch gewährleisten. Ne, Modell rein, habe ich denn schon alle notwendigen, sage ich mal, keine Ahnung, Base Quantities oder Merkmale, Eigenschaften, die es benötigt. Ne, das bedeutet, neben der Distribution am Anfang quasi der Bereitstellung, was brauche ich, können wir sozusagen einfach nur über einen Upload sicherstellen, was ist dann am Ende des Tages das Ergebnis, beziehungsweise was fehlt denn noch? Und über unseren Anreicherungsprozess eben diese fehlenden Daten auch noch nachzureichen. Ne, dass man am Ende des Tages mit Visoplan nicht nur der Architekt den Vorteil hat, dass er gar nicht rausgehen muss aus seinem gewohnten Umfeld, sondern später auch der Entwickler und Betreiber einfach alle Daten gesammelt an einem Punkt hat, nämlich in unserem digitalen Zwilling gespeichert. Ne, und das soll ja auch so ein Stück weit der Open BIM-Prozess mitbringen, dass wir eben eine Single Source of Truth haben. Und genau das hat sozusagen Visoplan sich zum Ziel gemacht. Ne? Ja, vielen Dank. Ne, im Nachgang gerne auch nochmal anschreiben oder sich sozusagen die Veranstaltung in der Aufnahme anschauen. Vielen Dank für den kompakten Pitch. Ich öffne die Runde für die Löwen. Hallo Oskar, also das hat mich sehr beeindruckt. Das sah für mich aus wie ein ERP-System für die Bauwirtschaft. Was ich mich frage, also ich habe noch digitaler Zwilling und alles Mögliche so an Schlagworten gehört. Jawohl. Ist das alles schon da oder ist das eine Vision? Das ist schon da tatsächlich, ist auch schon in der Benutzung, ne, unsere Software. Vielleicht habe ich die Einleitung so ein bisschen verschlafen. Gibt es tatsächlich schon seit 2 Jahren. Und wir versuchen eben ganz eng mit unseren Kunden im Austausch zu bleiben. Das bedeutet, wir nehmen uns auch die Zeit zu sagen, lieber Kunde, wo drückt denn eigentlich der Schuh am meisten? Und wir fragen eben nach Prozessen, die wir optimieren können. Weil Hand aufs Herz, die meisten Leute, die wollen nicht digitalisieren, sondern eher technisieren. Lassen Sie uns unseren Prozess, wie er gewohnt ist, 1:1 digital nachbilden. Aber damit haben wir ja nichts gewonnen. Wir wollen ja im besten Fall aus 10 Schritten vielleicht 3 machen. Ne? Und das ist sozusagen unser Thema, wo wir auch Service mit einem großen S schreiben und sagen, okay, lieber Kunde, wir hören zu, wir fragen nach den Prozessen und wir schauen, dass wir eben anhand der eigenen Prozesse schauen, was kann Visoplan Stand heute schon umsetzen und wo können wir gemeinsam in die Richtung, sage ich mal, wachsen. Gibt es dann Best Practices, Workflows und Prozesse, die ich einfach out of the box nutzen kann, aus der Erfahrung von vielen Kunden? Genau, also das hängt natürlich so ein Stück weit immer auch von dem Anwender ab. Wir haben da ganz viele Beispiele, aber ich sage immer, mit unserer Software, die ist sehr, sehr modular aufgebaut, können Sie halt ein Dachgeschoss ausbauen, aber auch ein komplexes Neubau einer Klinik vornehmen. Ne, wir schauen eben am Anfang, wir stecken die Anforderungen des Gegenüber ab und schauen eben, okay, wo können wir vielleicht schon Stand heute, wie gesagt, unterstützen und was braucht es auch von Ihrer Seite? Wo sollten Sie sich vielleicht nochmal Gedanken machen, um einfach gewisse Prozesse effizienter zu gestalten? Also wir sind da wirklich IT Lösung und Dienstleister, ne, und geben eben so ein Stück weit die Brille aus einer IT-Sicht. Vielen Dank, Oskar. Super. Sehr schön. Wir sind auch gut in der Zeit. Genau, eine Punktlandung wieder hier. Klasse Pitch. Vielen Dank.